Willkommen zurück zu New Pokémon Snap! Ich entschuldige mich jetzt nochmal für die letzte Folge, da war nämlich die In-Game-Audio ziemlich leise. Ich habe es jetzt ein bisschen hochgeschraubt, ich weiß auch, wo das Problem liegt. Dieses Spiel ist allgemein ziemlich leise. Also, ich weiß nicht, warum New Pokémon Snap so leise ist. Auf jeden Fall ist es leiser als fast alle anderen Switch-Spiele, die es gibt. Verstehe ich nicht, aber ist auf jeden Fall so. Und erste Folge war ja ziemlich viel, ziemlich viel Tutorial. Da haben wir nur eine Strecke kurz gemacht. Die war vielleicht 5 bis 10 Minuten lang und der Rest war einfach Tutorial von der 30 Minuten Folge. Aber diese Folge wird hoffentlich anders. Hoffentlich werden wir heute mehr erkunden. Aber bevor wir erkunden, gehen wir erstmal ins Labor. Denn dort sollen wir auch mal vorbeischneiden. Das ist das Labor des Professors. Aber das weiß ja sicher schon. Hier betreibt der Professor seine Forschung und arbeitet an seinen Erfindungen. Man kann eigentlich ohne Übertreibung sagen, dass er hier wohnt. Okay, dann erkläre ich dir jetzt bald, was du im Labor alles machen kannst. Auf diesem Server werden alle Daten gespeichert, die wir sammeln. Man kann mit ihnen sehr viele Sachen machen. Zunächst wäre da der Fotodex. Er ist eine Art Enzyklopädie, die mit deinen Fotos gefüllt wird. Ist so ein eigener Fotodex nicht der Wahnsinn? Allerdings gibt es da deine Ecke. Hier kannst du dir die Fotos in deinem Album oder Infos zu deinem Abenteuer ansehen. Du Kapitalist, im Abenteuer kannst du Fotos speichern, die du behalten möchtest, die aber nicht in den Fotodex sollen. Außerdem kannst du die Fotos in diesem Album bearbeiten. War da nicht noch etwas? Professor, habe ich irgendwas vergessen? Jum, das ist einfach ein Bild. Hast du eben schon die Online-Funktion erklärt? Ah, nein, noch nicht. Wenn du die Online-Funktion benutzt, kannst du dir Fotos von Spielern aus aller Welt ansehen. Wenn dir ein Foto richtig gut gefällt, kannst du es mit digitalen Medaillen auszeichnen. Man nennt sie Apfelmedaillen. Jeder freut sich, wenn er welche bekommt. Also scheu dich nicht davor, sie zu vergeben. Ach ja, du kannst dir hier auch die Ranglisten für die einzelnen Kategorien ansehen. Okay. So, das müsste jetzt aber alles gewesen sein. Du wirst bestimmt schnell den Dreh raus haben. Ist eigentlich alles ganz einfach. Probier es am besten gleich aus. Aber ich hoffe, da wird nicht gespoilert. Deshalb lassen wir es, glaube ich, oder? Na, ich weiß nicht. Gehen wir erstmal in unser Fotodex. Lass mal sehen, was wir da so alles haben. Ich hoffe, das dauert nicht zu lang. Okay, Pokémon. Zeigst du dem Professor ein Foto mit einem neuen Pokémon, erstellt er einem Fotodex eine Seite fürs. Bewege den Zeiger auf das Pokémon, drücke A, um den Ruf zu hören und eine Animation zu sehen. Hier siehst du außerdem seine anderen Varianten. Okay, lass mal sehen. Aha. Hochladen könnte ich. Okay. Mhm. Männlich, weiblich. Aha. Ja gut, hier sieht man nochmal alle Pokémon, die man fotografiert hat. Sogar das Emolga, was ich verpasst habe. Alles klar. Ja, da braucht man jetzt nicht durch jedes einzelne durchgehen. Karte. Lass mal sehen. Das wäre interessant. Hier kannst du dir Informationen zu den von dir erkundeten Strecken ansehen. Auf den Karten wird angezeigt, wo du welche Pokémon und Objekte aus der Sammlung entdeckt hast. Alles klar. Naturpark. Alter, das ist ziemlich groß hier. Den Park am Tag. So. Wow, wie viel noch? Vivillon, Pichu, Chimpep. Mhm. Ja, wer die erste Folge nicht gesehen hat, sollte es auf jeden Fall sich anschauen. Da haben wir den ganzen Kurs hier gemacht. Ja, ist ziemlich kurz, aber es ist ja auch die erste Strecke. Oh, wenn man drüber geht, dann ändern sie die Pose. Wie cool. Zu irgendeiner Pose, die wir hätten bekommen sollen wahrscheinlich. Mhm. Okay, cool. Und Sammlung. Mit dieser einzigartigen Blume, die wir nicht sammeln konnten. Wird bestimmt auch irgendwann später wichtig sein. Hoffentlich genauso wie Äpfel, weil im Trailer hat man gesehen, dass man Äpfel haben kann. Also, wo sind meine Äpfel? Ich will Äpfel schmeißen, verdammt! Ach, Ladevorgang. Erstmal schön am Laggen. Deine Ecke. Dann verkrieche ich mich mal dort rein. Album. Ist wahrscheinlich...
Hier kannst du die nach einer Erkundung gespeicherten Fotos sowie bearbeitete oder mit Foto Plus neu aufgenommenen Fotos ansehen. Wenn dir der Speicherplatz für Fotos einmal ausgeht, kannst du ihn erweitern. Aha, aha, aha. Alright. Forschungstitel. Für die Fortschritte, die du bei all deinen Erkundungen erzielst, werden dir Forschungstitel verliehen. Hier kannst du dir ansehen, welche Titel es gibt und wie du diese erhalten kannst. Okay. Fotografie-Schnupperkurs. Aber ich habe noch viel mehr freigeschaltet, das weiß ich. Ich möchte einen anderen Titel, der ist langweilig. Da ist eben auch so Fortschritt-Balken. Die sind alle voll weit hinten hier. Schauen die Kamera. Gruppenfoto genau in der Mitte. Nehmen wir mal. Wie will ich denn eins aus? Wenn ich A drücke, passiert nichts. Wie nehme ich das denn? Ich kann es nicht auswählen. Ist das jetzt geändert? Oh, Moment, ich kann hier sogar. Oh, ich kann mein Icon ändern? Du lächelnd. Du Herzchen. Du überrascht. Pock. Du neutral. Okay. Aha. Was gibt's denn alles? Geil! Ich will meinen Schuh. Deine Tasche. Deine Smartwatch. Deine Kappe. Frucht. Okay, das ist schon ziemlich dumm. Komm, wir poggen mal. Okay, man kann den Namen auch immer ändern. Oh, Spielzeit. Oh nein. Fotos geschossen 55. Insgesamt oder behalten? Ja, wahrscheinlich insgesamt, oder? Forschungsstatistiken. Hier werden verschiedene Statistiken zu deinen Erkundungen zusammengefasst. Sie werden ständig aktualisiert, also schau öfter mal vorbei. Okay, juckt. Abenteuerdaten. Oh, ja, das ist dann das hier. Da werde ich sofort drüber geschmissen. Ja, da habe ich ja so geändert. Bestes Foto. Ja, bin ich auch der Meinung. Habe ich jetzt meinen Forschungstitel geändert? Okay, wahrscheinlich. Okay, komm. Dann, ich will mich nicht spoilern lassen, um ehrlich zu sein. Ich bin mir nicht sicher. Ja, komm, klick mal ganz kurz drauf. Bitte poste keine unangebrachten Inhalte, damit alle Freunde an der Funktion haben, alle Freude an der Funktion haben können. Und das nicht so endet wie Briefkasten und, wie ist das andere? Diese 3DS-App da, wo man Briefe schicken kann. Den anderen haben vergessen. Peinlich. Hier kannst du dir die Fotos und Ranglisten von Spielern auf der ganzen Welt ansehen. Außerdem lassen sich in deinem Online-Profil diverse Einstellungen vornehmen. Also schau es dir bei Gelegenheit mal an. Oh, das sieht alles voll schön aus. Ja, gut, ich will mir aber jetzt nicht spoilern lassen hier, ne? Online-Profil, da können wir ganz kurz vorbeischauen. Hier kannst du dein Online-Profil bearbeiten. Wenn du eines deiner Fotos der ganzen Welt zeigen möchtest, kannst du es hier hochladen. Ich bin jetzt Fotograf! Als ob ich den Text einfach manuell ändern kann. Okay, das hätten die nicht machen sollen. Ich mache irgendwas voll Dummes. Lolroffel. Gibt das wirklich? Wow. So, Leute, hier ist meine Freundes-ID. Überhaupt nicht lang. Komm, ich packe hier mal was rein. Von meinem Album. Ich möchte das Bild hochladen, weil ich da sehr stolz drauf bin. Den Titel könnte ich ändern. Nennen wir es Winke Winke. 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 Schön langsam, weil ich keine Switch-Tastatur habe. Gibt's auch, glaube ich, nicht. Winke, winke. Ja, zumindest kein Standardtitel. Schön erstmal mein Bild hochladen. Und ich wette mit euch, dieses Bild haben schon mindestens 10.000 andere Leute hochgeladen. Sage ich jetzt einfach mal so. Ja, okay, kann ich wieder alles ändern. Hä, das hat nicht gespeichert? Gruppenfoto. Ja, 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 kann man nur hier ändern. Oh, okay. Ja, okay, alles klar. Gut, dann zurück zum Basiscamp. Oh, erste Post. Ja, jetzt kann ich ja wieder zurückgehen. Nee, lass mal. Komm, wir wollen weiter erkunden gehen. Brauchst mal tagsüber im Naturpark ganz viele Fotos von Pokémon. Okay, wir können die anderen noch nicht erreichen. Wir sollen erstmal
mit Level 2 und diesem neuen Analysendetektor nochmal diesen Naturpark machen. Alles klar. Machen wir das. Schön erstmal. Ich find's lustig, dass nur die Ladezeiten richtig krass am Laggen sind. Ja, ich meine, wenn es nur die Ladezeiten sind, wen juckt's? Guckt euch das an. Schön 1080p, 60 FPS. Mua. Oh. Ey, ihr seid aber letztes Mal nicht da gewesen, ne? Oh, guckt euch die an. So, und ich sollte auch viel öfter Fotos machen, also fotografieren. Ich mach mal hier so ein Signal. Jaum. Komm, guck mich an. Oh, der guckt mich nicht an. Ja, hier sind ein paar Vivillon, die sind unspektakulär. Ja, die gucken mich alle nicht an. Ich signal mal, komm, guck mich an, guck mich an. Guck mich nicht an. Hey, Pizza! Cool, was ist denn im Mund hatte? Wach auf! Oh, nah rangezoomt sieht das ja voll. Oh, das ist ein perfektes Bild. Oh, da könnte mir nichts sagen, das war ein perfektes Bild. So, Emolga, nein! Ich habe mir ernsthaft Emolga nochmal verpasst. Dein Ernst. Krieg ich Vivillon zumindest. Oh, lol! Ein Tangolos! Oh mein Gott! Oh mein Gott, dass das einfach so ein Tangolos war! Oha, wie cool! Ja, der Kurs ändert sich ein bisschen. Aber das finde ich viel besser als damals auf dem N64, weil hier ändert sich der Kurs tatsächlich auch. Im N64, da kannst du nur nochmal zurückgehen, um neue Orte zu entdecken. Das, oh, der Mensch, das Emolga, das mobbt mich voll. Meine Güte. Okay. Hallöchen. Oh Gott, nein. Guck mal da, Pikulente. Cool. Plum. Das war der Wahnsinn. Oh, das war cool. Ich drücke immer zu spät. Nein, da hat es gerade so eine coole Pose gemacht. Ich mach mal so ein Signal. Jaum. Hallo. Ich höre die ganze Zeit diese Schwanengeräusche. Cool. Heftig. Voll cool. Hey, schaut mich mal an. Oder hat er Angst? Der geht schwimmen. Deadass. Okay. Lass mal sehen. Hier links ist leider nichts. Schade, vielleicht kommt da später noch was. Yo, yo. Oh, die hauen ab. Ey, yo, Bro, was geht ab? Was geht ab, Bro? Steht einfach so rum. Yo, was geht? Hi. Oh. Ich habe jetzt richtig viel gespammt, aber egal. Kannst du noch ein paar Fotos machen? Denk dran, dass du nicht unbegrenzt kannst. Okay. Ah, gut. Mist, zu spät. Ah Gott, die Steuerung ist vielleicht ein bisschen lahm. Ich kann mich ja nicht so schnell mit der Kamera bewegen. Schweibbibi. Hallöchen, ich hatte die schon. Ich habe immer noch kein gutes Vivillon-Bild. Die gucken mich nie an. Hey, guck mich an. Hallo. Oder von Kurelei habe ich auch kein gutes Bild. Wie oft kann ich diesen ich kann das spammen? Ich kann das aber nicht irgendwie mitnehmen. Okay, das ist seltsam. Kundung ist fast vorbei. Ja. Hey. Oh, der guckt dann weg. Okay, das war nicht klug. Hallöchen. Hallöchen. Hey, guck mich an. Guck mich an. Guck mich an. Na, dann nicht. Hey, aber die zweite Runde war ziemlich erfolgreich, finde ich. Das war ziemlich cool. Kein Übergang? Okay. Willkommen zurück. Hast du neue Entdeckungen gemacht? Oh ja. Oh ja. Aber ziemlich viele sogar. Man sieht auch jetzt schon, welche davon mehr... Was? Du würdest mir sagen, das hier macht mehr Punkte? Achso, weil da andere Pokémon zu sehen sind. Oh. Dann nehme ich mal das.
Man sieht hier sogar, welche wie viele Punkte geben. Das ist richtig gut. Da guckt es so. Das ist auch gut. Da habe ich nur leider eins. Wow. Das ist voll cool. Bidiza. Das ist ein. Das hier ist ein cooles Bild. Das hier. Oh, das geht noch weiter nach rechts. Ups. Ja, ich kann einfach so scrollen. Das ist auch ein cooles Bild. Es gibt nicht so viele Punkte, leider. Ja, ganz ehrlich, ich nehme lieber das hier. Weil ich das hier am coolsten finde. Tangolos. Da gab es auch ein richtig cooles. Hier, 3 Sterne. Das ist richtig cool. Ups, weiß er doch noch nicht. Wumpel erstmal. Ah, hab ich nur ein Bild. Na, ah, die Bilder sind alle nicht so gut geworden. Leider, schade. Ja. Nimm einfach. Ja, nimm einfach. Oh, sieht man es zumindest hier gut. Kurele. Die hinteren beiden sind ziemlich gut geworden. Nehmen wir das. Und ohne Motiv. Ja, habe ich nichts erwischt. Okay. So, und das hier skippe ich dann die meiste Zeit, weil mich das hier nicht so wirklich interessiert, was er zu sagen hat und was hier alles steht. Zack. Zack. Nice. Oh, ich kann mich entscheiden. Ich hätte lieber dieses Bild. Das hier ist schön. Da sieht man schön das Muster. Oh, also hier ist offensichtlich, welches Bild ich nehme. Oh, wird sogar automatisch gemacht. Okay. Ja, das erste wird ziemlich cool, aber ich nehme das zweite. Das ist noch schöner tatsächlich. Tangolos, guckt euch an, wie prächtig das aussieht. Prächtig, mächtig. Cool. So, Wumpel nochmal. Ich weiß gar nicht, welches ich mehr mag. Sind beide voll cool. Ich finde nicht beide voll cool. Ich glaube, ich nehme aber lieber das hier. Ja, hier ist eine gute Frage. Nehmen wir mal das hier. Nice work. Badam. Picolente. Schön, schön. Blam, 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 blam. Ja, hier ist offensichtlich, welches ich nehme. Das Recht ist ja viel besser. Nice, nice. Gut. Das lief viel besser, finde ich. Komm, level up. Kommt, ich war doch so gut. Nein. Nur ein halbes Level. Nicht mal. Sehr gut. Wenn du so weitermachst, wird unsere Forschung schnell voranschreiten. So groß wie möglich. Übrigens, da es mit deinen Erkundungen gut vorangeht, habe ich ein paar Neuigkeiten für dich. Ich erzähle dir davon, sobald du deine Fotos verstaut hast. Du darfst gespannt sein. Cool. Dann lass uns mal kurz unser bestes Bild in diesem Durchgang holen. Leider nicht das Dodri, wo das auch ziemlich cool ist, sondern natürlich das Tangolos. Guckt es euch an. Das sieht doch voll cool aus. Unschärfe. Ich mag dieses Foto Plus nicht. Lassen wir's. Ich bin kein allzu großer Fan davon. Zumindest im Moment nicht. Speichern wir es jedoch ab. Kann ich später noch uploaden. Obwohl, Moment. Moment. Ich brauche natürlich ganz kurz das Thumbnail. Vielleicht wird es ein Thumbnail. Vielleicht. So. Ja. Lass mal sehen, was es jetzt zu tun gibt. Hoothoot und Tangolos. Stimmt, ich habe Hoothoot gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass ich die noch fotografieren muss. Ah, da war was. Ja, Hoothoot habe ich vergessen. Und da ist ein Ohr doch. Der Background ist immer schön mit den Pokémon, wie sie einfach casually rumlaufen und irgendwas machen. Du scheinst ein Talent fürs Fotografieren zu haben. Ach. Aber Dankeschön, das weiß ich doch.
Ich glaube, es wird Zeit, dass du dir den Naturpark mal bei Nacht anschaust. Leider nicht den Nationalpark, nur den Naturpark. Oh, Raupi! In Lentil tritt manchmal ein besonderes Leuchten auf, das wir das Lumina-Phänomen nennen. Du hast herausgefunden, wie es dazu kommt, stimmt's, Professor? Ja, aber ich habe bisher nur den Prozess wissenschaftlich erklärt. Das Ziel meiner Forschung ist die Entdeckung der Pokémon, die in der Legende vorkommen. Meinst du die Lumina-Pokémon? Ich dachte, die wären nur erfunden. Nein, es gibt sie wirklich. Du hast doch die Fotos in den Lentil-Chroniken von Captain Vince gesehen, oder? Auf denen kann man aber kaum was erkennen. Außerdem sind die schon 100 Jahre alt. Nun ja, das können wir ein andermal besprechen. Dir erstmal viel Spaß bei deiner nächtlichen Expedition. Dankeschön. Hab ich auch voll Bock drauf. Haben wir dafür noch Zeit haben? Na komm, bestimmt haben wir dafür noch Zeit. Bäm. Nachts. Ich habe richtig Bock. Komm, das packen wir noch in die Folge rein, egal wie lang es wird. Ich habe einfach gerade viel zu viel Bock drauf. Vielleicht sehen wir sogar ein Megani. Das wäre doch schön. Oh, diese Partikel in der Nacht, die sehen echt schön aus. Okay, jetzt konzentrieren. Oh, hopplo, 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 hopplo. Hey, 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 hopplo. LOL. Es schläft. Wecken wir es auf. Okay, es wacht nicht auf. Schade. Warte, jetzt kann ich es doch von vorne fotografieren. Perfekt. Was ist das für ein Geräusch? Hi, Beliza. Dich brauche ich nicht. Hopplo, hopplo, hopplo. Yes. Versteck dich hinter dem Ding. Steht da einfach nur rum. Oh mein Gott. Voll süß. So, jetzt. Nein, ist es da oben nicht mehr? Das Emolga ist da einfach nicht mehr oben. Oh, Raupi! Das war ein Raupi, Leute. Das war ein Raupi. Oh. Yo, what geht ab? Was geht? Nichts? Cool. Mir auch. Raupi! Hallöchen! Süßes kleines Raupi. Kramux! Ah, wie cool. Oh. Wow! Das ist echt schön. Was, 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 was? Hier ist was? Ist auch noch was. Schnarcht da jemand? Oh Gott, da habe ich irgendwas entdeckt. Oh mein Gott, Shellterra! Wow! Das ist ja voll cool. Schnarcht. Ist hier irgendein anderes Pokémon noch? Guck mal, die chillen hier noch ein bisschen. Die Piccolo-Ente ist am Schlafen. Boah, wie cool ist das? Oh, Thomas! Ey, 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 ey! Reagier auf mich! Hey, 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 hey! Es fliegt davon! Bei mir kommst du nicht. Da hinten ist was. Da hinten war was. Jetzt habe ich nichts fotografiert. Uff. Immer schön. Kramux! Kramux! Die sehen so cool aus. Hallöchen, na? Oh, Peach! Oh mein Gott, ist das cute! Oh mein Gott, ist das cute! Oh mein Gott, ist das cute! Bist du wach? Hutut, bist du wach? Hutut ist einfach wach! Ich hab nicht mehr so viele Bilder mehr machen. Oh mein Gott, Pinsir! Ist hier irgendwo Scaraborn? Das war's. Ah, nee. Gugu! Da war ein Wartribi! Wartribi! Was macht Hopplo da? Wow! Wow! Wie es mich angeschaut hat! Oh mein Gott! Bist du wach? Oh mein Gott, du bist wach!
Er schläft da nicht ernsthaft drauf, oder? Hopplo, Hopplo-Bild, ein Hopplo-Bild. Man kann die Pokémon manchmal nicht aussuchen. Was, hier ist was. Aha. Wie viel Blumen es von denen gibt. Hallo, kannst du mich hören? Deine Nähe gibt es gerade einen gewaltigen Energieanstieg. Sondern diese Daten. Oh, oh, bitte ist hier nicht irgendein krasses Pokémon jetzt am Ende noch. Weil ich habe keine Bilder mehr zur Verfügung. Alter, wow. So eine Reise durch... Wow, es geht nur 5 Minuten und das ist trotzdem so erstaunlich. Es gibt einiges, worüber ich mit dir reden möchte. Aber gehen wir erstmal zur Bewertung über. Danke. Damit ich das noch in die Folge packen kann. Alter, wie viel. Aha. Das sind keine guten Bilder geworden? Oh, doch die. Hi. Cool. Ja, komm, nehmen wir das doch hier direkt. Das hier. Bisofang. Endlich mal ein Bild von ihm. Von der Nahen. Das ist auch cool, das nehmen wir mal. Hoppi! Da guckt es uns an. Tangolos, wie es halt ein Tangolos ist. Ja. Ist halt Tangolos, ne? Batribi! Ah! Grammux habe ich voll schlecht erwischt. Aber hier war gut. Hier war gut. Aber ich habe noch andere Gebilde gehabt. Wie die mich anschauen, so voll genervt. Das sind 3 Sterne wert? Wow. Krank. Einfach nur krank. Gelterra, da gab es doch ganz hinten. Hier, wo die geschlafen haben, so voll niedlich. Wollt mir ernsthaft erzählen, dass dieses Bild nicht gut genug war? What? Nehmen wir das. Taubos? Das hier war cool. Guckt euch das an. Wie süß. Wie freaking cute. Okay. Ja, hier macht das halt eine coole Pose. Pinsir. Hier habe ich Chimpep nirgendwo gehabt. Als ob. Okay. Alles klar. Nice. Ja, das skippen wir jetzt alles. Wir wissen jetzt schon die Bewertungen. Dann drücke ich das hier weg. Nö, Discovery! Puh, also das Spiel ist echt toll, finde ich. Es macht echt Spaß. New Discovery! Ja, unser Ziel ist natürlich, den Fotodex voll zu füllen und der Beste zu sein, wie keiner vor uns war. Ganz allein fotografieren wir sie, denn wir kennen die Gefahr. Da links einmal los am Schlafen. Geil. Komm, das ist so ein mystisches Bild. Hast du sogar 3 Sterne, glaube ich, bekommen. Kann das sein? A new discovery. Cool. Ah, Piccolente, Piccolente. Da. Taubos so voll, so... Nja, ich verpiss mich mal. Nein, ich muss mich jetzt entscheiden. Nein. Aber... Boah, wie fies. Ach, so gemein. Schade. Schade. Ah, Pinsir, echt cool. Hab ich zu spät entdeckt. Ja, das war die Reise durch die Nacht. Die erste Reise. Wir machen natürlich noch eine weitere. Oh, der Forschungslevel ist... Nachts und tags eigen. Nein! Als ob! Du hast bei der Entdeckung der Strecke auch zu dieser Uhrzeit tolle Arbeit geleistet. Mach weiter so. Wow, das ist gerade echt belastend. Vielleicht mache ich das offscreen. Übrigens, da es mit deinen Erkundungen gut vorangeht, habe ich ein paar Neuigkeiten für dich. Ich erzähle dir davon, sobald du deine Fotos verschaut hast. Du darfst gespannt sein. Yes! Dann sehen wir uns das in der nächsten Folge ansehen. Das beste Bild war eigentlich das, Moment. Hier, wo sie so geschlafen haben, voll niedlich. Das hier, das ist das beste Bild. Speichern. Voll süß. Ja.
Das soll es dann gewesen sein. Hoffentlich will er nicht direkt labern, sondern lässt mich die Folge richtig beenden. Nächste Folgen werden genauso heftig wie diese hier. Genauso toll und schön. Ach ja. Hm, interessant. Wow. Es ist etwas Unglaubliches passiert. Schau dir das an. Als du dich der Blumenwiese genähert hast, da habe ich einen gewaltigen Energieanstieg gemessen. Und die Quelle dieser Energie hat sich bewegt, wenn auch nur ein kleines bisschen. Das heißt... Das war ein Lumina-Pokémon. Ich kann es noch nicht im Gewissheit sagen, aber ich denke schon. Wieso ist es jetzt auf einmal aufgetaucht? Hast du irgendwas Besonderes gemacht? Das habe ich mich auch gefragt. Es ist bestimmt nicht nur durch Zufall aufgetaucht. Daher wäre es am besten, wenn du dir den Ort der Energiequelle mal genauer ansiehst. Was? Ich will auch mit! Wir zwei werden das Ganze auf dem Bildschirm mitverfolgen, Rita. Brich bitte auf, wenn du bereit bist. Social Media Neuling. Und ein Stempel.